Hallo, liebe Schüler. Heute beschäftigen wir uns mit einer Aufgabe, die wir eigentlich schon aus dem letzten Jahr kennen. Das Einzige, was neu ist, sind die geometrischen Figuren. Letztes Jahr haben wir diese Aufgabe nur mit Rechtecken gelöst. Dieses Mal können wir diese Aufgabe schon mit unseren neuen Vielecken lösen. Dazu habe ich jetzt folgende Aufgabe mitgebracht. Gegeben ist ein gleichschenkliches Dreieck ABC mit Grundseite AB ist gleich 6 cm und der Höhe MC ist gleich 8 cm. Zeichne das Dreieck ABC und berechne seinen Flächeninhalt. Das dürfte noch keine Probleme geben. Bitte auf Pause schalten und das Dreieck zeichnen und den Flächeninhalt berechnen. Das müsste bei euch dann folgendermaßen aussehen. Die Grundseite AB ist 6 cm und die Höhe ist genau über der Mitte der Grundseite AB im rechten Winkel anzuzeichnen. Also haben wir hier in der Mitte den Punkt M, zeichnen 8 cm und bekommen so unser Dreieck ABC. Das Berechnen ist auch nicht schwierig, einfach die Formel ansetzen. Der Flächeninhalt vom Dreieck ist gleich 1,5 mal 6 cm mal 8 cm und das sind 24 Quadratzentimeter. Kommen wir zur Aufgabe B. Verkürzt man die Höhe von C aus um x cm und verlängert die Seite AB um jeweils x cm, so entsteht ein neues Dreieck CANBNCN. Zeichne das Dreieck A1B1C1 für x gleich 2 cm in die Zeichnung. Welche Werte kann x annehmen? Beginnen wir einfach mal am Anfang mit genau lesen. Verkürzt man von C aus die Höhe von C aus um x cm und verlängert die Seiten AB bei A und B jeweils um x cm, so entsteht ein neues Dreieck ANBNCN und wir sollen das für x gleich 2 cm zeichnen. Dürfte noch keine Probleme geben, schaltet bitte auf Pause und probiert es einmal selbst. Sollte folgendermaßen aussehen, ich verkürze die Höhe von C aus um 2 cm, gehe von A und von B aus jeweils um 2 cm nach links und nach rechts und habe hier mein neues Dreieck A1B1C1 in diesem Fall und kann das zeichnen. Die nächste Aufgabe, welche Werte kann x annehmen? Ich habe ja hier die Länge x, C1 für x gleich 2 ist ja nur ein Beispiel unter vielen. Wie groß darf jetzt x überhaupt werden? Von A und B aus gesehen kann ich die Strecke x unendlich weit verlängern. Das wäre überhaupt kein Problem. Das einzige Problem habe ich bei der Höhe MC, weil diese Länge wird verkürzt. Wenn die Länge verkürzt ist, ist die Höhe MC auch irgendwann einmal zu Ende. Also umso weiter, dass ich verkürze, verkürze, verkürze und verkürze, bin ich irgendwann beim Punkt M angelangt. Und dann habe ich den Flächeninhalt 0, nur eine Linie. Was muss also hier sein? Die Länge darf nicht so weit verkürzt werden, dass sie beim Punkt M angelangt. Naja, die Länge der Strecke MC ist 8 cm. Ich verkürze die Länge der Strecke MC immer um x cm. Also muss 8 cm minus x größer als 0 sein. Und dann kann ich sagen, dass x kleiner als 8 sein muss oder 8 muss größer als x sein. In welchem Intervall liegt jetzt x? Also 0 eingeschlossen, 0 darf es sein. Dann haben wir einfach unser ursprüngliches Dreieck ABC und bis 8 darf es nicht herkommen, dann wäre ich ja beim Punkt M und dann wäre es nur noch eine Linie, also habe ich 8 ausgeschlossen. Gut, kommen wir zur dritten Aufgabe. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ANBNCN in Abhängigkeit von x. Die alte Grundseite ist ja nichts anderes wie die Grundseite AB, die ist 6 cm lang. Jetzt muss ich natürlich für ANBNCN die Grundseite ANBN nehmen, in dem Fall hier eingezeichnet als A1B1. Wie lang ist also die neue Grundseite? Die ist die 6 cm und es kommen noch x und x cm hinzu. Also ist die neue Grundseite ANBN 6 plus x cm und das entspricht ja 6 plus 2 mal x cm. Wie ist es mit der Höhe? Die alte Höhe ist 8 cm, die neue Höhe ist nichts anderes, ich ziehe x cm ab, also kann ich sagen, die Höhe MCN ist 8 minus x cm. Und jetzt setze ich einfach wieder in meine Formel ein.
0,5 mal 6 plus 2x mal 8 minus x. So, dann kommen wir zum Ausmultiplizieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann erst die 0,5 in diese Klammer hinein multiplizieren und dann die Klammer bitte stehen lassen, oder ich multipliziere erst diese beiden Klammern miteinander. Bitte erinnert euch an letztes Jahr. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, erst diese beiden Klammern miteinander zu multiplizieren. Also das Summenterme multiplizieren. Jeder Summand der einen Klammer wird mit jedem Summanden der anderen Klammer multipliziert. Macht euch die Bögen, wenn es euch schwerfällt. Bitte achtet auf die Vorzeichen und probiert jetzt diese Formel selbstständig bestmöglich zusammenzufassen. So, da kommen wir zu 6 mal 8 ist 48, 6 mal minus x ist minus 6, 2x mal 8 ist 16x und 2x mal minus x ist minus x². Ich habe diese Klammer jetzt zuerst zusammengefasst und schon geordnet in x², x und kein x. Und dann multipliziere ich noch die 0,5 hinein und komme auf folgende Formel: minus x² plus 5x plus 24. So, dann kommen wir noch zur Aufgabe D. Für welche Belegung von x wird der Flächeninhalt maximal? Vielleicht können sich manche von euch noch daran erinnern, hierfür brauchen wir die quadratische Ergänzung. Wer jetzt nicht mehr genau weiß, wie die quadratische Ergänzung aussieht, schaut sich bitte das Wiederholungsvideo zur quadratischen Ergänzung an und macht die selbstständig die Übungen dazu. So, wir haben also wie unsere Flächeninhaltsformel, die minus x² plus 5x plus 24 ist. Erstens, wir klammern den Faktor vor x² aus, das wäre im Fall nur das Minus und jedes Vorzeichen in der Klammer ändert sich dadurch. Zweiter Schritt, wir ergänzen quadratisch, das heißt, wir teilen diesen Faktor Form x durch 2 und addieren ihn einmal mit Quadrat und subtrahieren ihn einmal mit Quadrat. Also hier plus 5 halbe zum Quadrat, minus 5 halbe zum Quadrat. Jetzt müssen wir die binomische Formel anwenden. In dem Fall wäre es unsere zweite binomische Formel, die wir hier anwenden. Und es kommt raus, der Flächeninhalt ist minus, Klammer auf, x Quadrat minus 2,5 zum Quadrat. Hier habe ich auch 2,5 geschrieben, also minus 2,5 minus 24. Und das hintere hier berechnen wir jetzt. Dann kommen wir auf folgendes: x minus 2,5 zum Quadrat minus 30,25. Dann multiplizieren wir aus. Das heißt einfach hier dieses Minus in die Klammer schreiben und mit diesem Faktor multiplizieren. In dem Fall ändert sich ja nur das Vorzeichen. Also minus, Klammer auf, x minus 2,5 zum Quadrat plus 30,5. Was heißt das jetzt? Das Minus hier heißt, wir haben einen maximalen Flächeninhalt, also A max. Hier, diese Klammer muss 0 ergeben. Für welchen Wert von x ergibt die 0? Für 2,5. Also habe ich für 2,5 den maximalen Flächeninhalt. Und hier hinten wird der maximale Flächeninhalt auch schon angegeben. Der ist nämlich 30,25 Quadratzentimeter. Das war's zu diesem Video und bis zum nächsten Mal.